Dann werden wir jetzt hier mal das Haus verlassen. Es zieht ganz schön draußen. Das ist natürlich schlecht. Aber hier draußen ist alles ruhig. Gut, ich nehme die Hagebutte noch mit. Oh, was liegt denn hier? Da liegt noch ein Werkzeugkasten. Da unten ist immer noch die Straße. Wir bleiben hier oben. Dann können wir nämlich schön nach unten schauen. Wir können eventuell... Wir können hier oben mal eben kartieren. Da ist nur ein Haus, aber... Ein Haus mit einem Briefkasten! Ja, die Zeitung lassen wir hier. Gehen wir hier hoch. Der Hirsch darf leben. Wir haben genug Fleisch. Wir erlauben ihm zu leben. Hier oben ist offenbar Ende Gelände. Das heißt, wir können hier Richtung Straße runtergehen. Ich hoffe, ohne dass wir uns den Fuß brechen. Sind wir jetzt wieder hier in der Schrägen unterwegs. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. So, wir haben hier zwei Wölfe, drei Wölfe. Oh Gott, Gott, was sind denn? Mein Gott, das ist ja die größte Rudelansammlung, die ich je gesehen habe. 1, 2, 3, 4, 5 Wölfe. Hier sind nochmal 7 Wölfe. Also zwei Wölfe. Okay, so viele Wölfe auf einem Platz hatte ich noch nie. 5 Wölfe hier drüben und hier nochmal 2. Wer hat das vorhin gesagt? Liana, oder? Ich glaube, die Liana hat irgendwas geschrieben, da sind ja überhaupt keine Wölfe bei dir. Ja. Sollen wir denn da ordentlich zu den Fischerhütten kommen? Aber da müssen wir jetzt eh nicht rüber. Eieieiei. Okay, das fällt dir jetzt aber früh auf. Jetzt ist ja schon fast Vormittag. Wir werden hier nochmal kartografieren. Okay, da ist gar nichts. Und da können wir auch nicht hoch. Das heißt, da oben wird, denke ich mal, auch nichts mehr sein. Da ist tote Hose jetzt aktuell. Und drei Hirsche. Also ich mag die Karte. Da vorne ist nochmal ein Bär. Stimmt. Hat auch beim letzten Mal einer was gesagt, dass der da drüben rummarschiert. Aber wir haben keine Angst mehr vor den Bären. Wir stehen über den Bären. Und über den Dingen. Also ich mag die Karte. Mir gefällt die. Die ist übersichtlich. Ich weiß, wo was ist. Die war mir auf Anhieb sympathisch. Das Wetter ist auch okay. Nicht so dramatisch wie in im idyllischen Tal. Das ist gut. Gefällt mir. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar jetzt in den weiteren Gebieten. Vielleicht ist da auch so. Geh mal hier runter. Gehen wir gleich mal zu den Häusern. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir dort drüben irgendwo den Übergang finden. So, wo rät ihr denn hier rum? Was liegt denn hier unten? Ein Hirsch liegt hier nochmal. Ganz ehrlich. Den müssen wir doch jetzt nicht mehr... Er hat ein Kilo Fleisch hat er noch mit dabei. Den müssen wir doch jetzt nicht mehr irgendwie... Hirschhose. Haben wir vorhin schon mal nachgeschaut. Wir brauchen keine Hirschhose. Die Rehlederhose ist... Die war doch viel zu heftig. 1,8, 0,4, 20, 7. 1,8, 0,4, 20, 7. 2 Kilo. 0,5. Also doppelt so schwer das Teil. Es wäre schon cool, wenn wir hier komplett ausgestattet wären. Schuhe haben wir ja jetzt schon. Aber wir haben schon den Mantel. Nee, ich lasse das hier. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch das Fleisch momentan nicht. Wir könnten es ja merken. Ist das hier eingezeichnet? Können wir uns leider nicht merken, dass hier der Kadaver liegt, aber naja. Nun gut, Häschen, wieder mal.
Für die Handschuhe, die wir auch nicht mehr brauchen, bräuchten wir hier Kaninchenpelze. 1 Kilo. Was war denn hier? Oh, die Erdnussbutter, die können wir gleich mal, die können wir dann gleich mal wegschmeißen. Das ist schon ziemlich gefährlich jetzt. Hope nobody needs this anymore. Auf der anderen Seite, wir können alles essen beim Schlafen gehen. Solange wir genügend Antibiotika haben. So, es gibt offenbar nur einen Haustyp hier auf der Karte. Irgendwie immer der gleiche. Das Problem, was ich jetzt hier eigentlich sehe, ist das oben anklickbar? Nee. Wir haben jetzt dann so viel Zeug. Wir haben dann aber alles erforscht hier auf der Karte. Ich meine, wir haben noch drüben die zwei Inseln mit den zwei größeren Häusern zum Erkunden. Wir haben noch auf der gegenüberliegenden Seite, wo es dann Richtung Rätselsee geht, haben wir noch ein Häuschen. Und das war's dann eigentlich schon, ne? Dann haben wir dieses Gebiet komplett durchsucht und dann sitzen wir auf einem Berg von Essen und müssen weiterziehen. Eieiei. Ich hätte ja schon irgendwie vielleicht so Gebrauchsgegenstände oder so, wäre halt ganz cool. Wäre eigentlich durch Nest, nö. Die Gebrauchsgegenstände wäre ganz cool. So ein schwerer Hammer zum Beispiel. Den wir auch mitnehmen können dann. Ich meine, das ganze Essen lassen wir alles hier. Auch die Klamotten, die wir nicht brauchen. Bleibt alles hier dann. Aber den Hammer würde ich mitnehmen. Genauso die Bügelsäge, die wir gefunden haben, die nehmen wir alles mit. What have we here? Wir tragen die Wollsocken vielleicht besser als die Haben wir überhaupt noch Sportsocken an? Mal eben. Brauchbare Wollsocken, getragene Wollsocken. Nö. Und die Fäustlinge. Oh, die sind besser. 72, 0,4, 0,8. Oh ja, die ziehen wir an. Sehr schön. Dann gibt es echt schon zweimal keinen Grund, dass wir die Kaninchen-Dinger machen. Die Kaninchen-Handschuhe. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man nur irgendwie selbst fabrizierte Sachen trägt. Dann gibt es ein Achievement. Weiß ich jetzt gar nicht. Und das habe ich da im Hinterkopf. Aber hey, da müssen wir es jetzt auch nicht drauf anlegen. Vor allem. Aha, wer hat denn hier hinterm Klo ein Brecheisen versteckt? So, 29 Kilo. Ich glaube, ein Häuschen ist noch da. Yep, ein Häuschen ist noch da. Können mal die alte gammlige Gipfelbrause trinken. Da passiert bestimmt nichts. 35%. Und den Riegel essen wir auch noch. Wir haben es ja. Und das schmeißen wir weg. Das lassen wir hier. So, dann müssen wir nur noch den Ausgang finden. Oh, das haben wir gar nicht. Lackporlinge haben wir ziemlich wenig gefunden bisher. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Hier unten ist nichts mehr. Da ist nochmal der Bär. Der kommt hier aber weit rüber. Muss ich jetzt schon mal anmerken. Der kommt hier weit in besiedeltes Gebiet rein. So, hier hat ein Briefkasten nicht ausgereicht. Familie hat gleich zwei gebraucht. Dann gehen wir hier noch rein. Und wenn wir rauskommen, kommt bestimmt gleich der Bär.
Und dann gehen wir dort drüben weiter und da müssen wir zum Ausgang kommen. Da schauen wir mal kurz rein, werden eventuell kartografieren. Hier ist komischerweise wieder heller. Es kommt auch auf den Haustyp an. Hier ist wieder etwas heller. Hundefutter hinter der Eckbank. Ein klassisches Versteck. Kennt man ja. Was mich wundert ist, dass die ganzen oder viele Sachen, die wir jetzt finden, schon so kaputt sind. Die ganzen Essenssachen. Normalerweise ist das ja erst nach ein paar Tagen, ich sag mal nach 50 Tagen, 70 Tagen. Aber hier ist komischerweise schon ziemlich viel kaputt jetzt. Oder schlecht. Und dann liegt es auch am Gebiet, dass hier das Essen ein bisschen schneller kaputt wird. Oder an irgendwelchen anderen Faktoren, die mir mal wieder nicht bekannt sind. Wie so oft. Müsli. 56%, ne? Nach, wie lange sind wir jetzt unterwegs? 30 Tagen. Ja, 30 Tage ist doch schon ein ganzes Stück. Aber welcher Müsli-Riegel wird denn nach 30 Tagen kaputt? Egal. War da jetzt was drin? Ich wundere, ob ich das Gear droppen kann. Einen Schmiedehammer oder sowas. Das wäre schön. Dann wären wir komplett ausgestattet, oder? Hätten wir alles. Okay, hier gab es gar nichts. Und da los. Nicht mal was zu essen. Versteckter Müsli-Riegel irgendwo. Im Nachkästchen. Das hat doch eigentlich jeder. So, also wir machen uns auf den Weg Richtung, hoffentlich Ausgang, wenn der dort ist, wo ich den vermutet habe. Wir verziehen uns gleich mal hier, weil der Bär wahrscheinlich noch rumläuft. So, wir gehen mal unten rum und dann gehen wir wieder Richtung Straße, immer der Straße entlang. Immer der Straße entlang, immer der Straße nach. Eigentlich kommt hier immer noch ein Riesengebiet, da vorne sehe ich nochmal eine Insel. Die müssen wir auch noch abgehen. Leider nirgends die Bartflechte. Na gut, wir haben noch Zeit, wir sind fit, wir sind gerade mal zur Mittagszeit jetzt unterwegs. Dann gehen wir doch gleich auch noch zu der kleinen Insel darüber, wenn das denn möglich ist. Sieht mir auf alle Fälle so aus, als könnte man die auch betreten. Und das ist offenbar dann der Weg, wo es weitergeht. Wir kartieren mal hier beim Auto. Drin? Nö. Zweimal Streichelhölzer. Zweimal Streichelhölzer. Oh, kartieren noch. Hagebutten sind da vorne. Sehr schön. Gut zu wissen. Kilo haben wir denn? 31. Wir sind gerade mal ein Kilo drüber. Das ist ja für unsere Verhältnisse richtig, richtig fortschrittlich. Küstenstraße verlassen. Wir machen das und werden dort mal kartieren, wo wir rauskommen. Und dann wissen wir jetzt auch, in welchem Gebiet. Zerbröckelnde Schnellstraße. Das heißt, wir sind jetzt erst hier unten, bevor wir dann zum Ort der Trostlosigkeit kommen. Einmal kartieren. Das sieht wie ein kleines Gebiet aus. Wahrscheinlich wieder so ein Übergangsweg. Einfach nur.
Aber dann wissen wir da jetzt schon Bescheid und ich würde schon sagen, dass wir dann, wenn wir hier alles durchhaben in dem Gebiet, dass wir dann hier weitergehen, weil dort war ich ja auch noch nicht. Die anderen Gebiete, ich glaube die Schlucht auch schon. Ich glaube die Schlucht habe ich auch schon gesehen. Mir nicht mehr ganz sicher, ob man das gesehen hat, aber die Sachen hier, die haben ja alle schon zur Genüge durchschritten. Und es ist halt immer noch schön, wenn man nicht wissen, wo es hingeht. Das macht noch ein bisschen den Reiz aus. Und dann marschieren wir mal hier runter. Die Birkenschößlinge waren die für die Pfeile oder für Birkenschößlinge? Nehmen wir mal mit. Für den Fall, dass wir die doch noch brauchen. Wir können uns zwar keine Pfeilspitze machen, aber es kann ja sein, dass wir doch noch die eine oder andere finden. Und dann können wir uns auch nochmal Pfeile machen. Ey, am einfachsten wäre es ja auch, wenn wir dann einfach jetzt zurücklaufen Richtung ersten Hügel und den dann auch noch gleich mitnehmen. Okay, dünnes Eis. Offenbar ist die Insel da drüben doch nicht dafür vorgesehen. Probier's mal hier. Nö. Ich glaube fast, wir kommen hier nicht rüber. Was ein bisschen schade ist. Probier's nochmal. Nee, leider nicht. Okay. Dann hat sich das erledigt. Also hier kommen wir offenbar nicht rüber, weil da vorne ist ja, seid ihr da vorne irgendwie über, neben dem Meer entlang. Aber ich kann mir vorstellen, da ist alles, vielleicht doch, da ist alles wahrscheinlich dünn. Das ist echt nur so eine Zierinsel. Geh mal rüber nochmal. Einmal probieren wir es noch. Ganz hier am äußeren Rand. Am Meer quasi schon. Na gut, es hat nicht sollen sein. So, jetzt könnten wir aber hier zurück. Da schon wieder die Krähen. Die in die Richtung. Jetzt könnten wir noch hier hoch und den ersten Bär gleich mitnehmen. Wenn der Papa Bär nicht mehr rumläuft, dann nehmen wir auf dem Heimweg das noch mit. Sind wir zwar heillos überladen und müssen durch 7 Wölfe durch, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Da schießen wir einfach einmal in die Luft und dann verziehen sich ja die anderen alle. Also von der Energie und von der Temperatur her passt alles noch wunderbar. Die einzelnen Hütten haben wir auch noch nicht geplündert. Können wir auch noch durchgehen, wobei es da denke ich mal nicht so viel geben wird. Wir müssen jetzt nur halt, holen wir schon mal das Gewehr raus, nur für den Fall, dass er wirklich kommt jetzt. Das wäre in der Tat nicht vorteilhaft. Da haben wir einen Hirsch. Wir gehen vorne rauf, wo es so flach hoch geht, damit ich gleich sehe, ob der Bär irgendwo hier rumläuft. Oh Mann, ist er ein bisschen verwickelt jetzt hier oben. Haben wir nochmal einen Birkenschößling. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen verwinkelt hier oben. Das heißt, der Bär kann auch dann gleich um die Ecke rum auftauchen. Oh, da unten ist er. Schön Abstand halten.
keine lauten Geräusche. Aber dich, dich haben wir schon geplündert. Hier links vorbei vielleicht. Da kann ich nicht hoch, oder? Ah, wir können. Warten kurz ab, wir schleichen uns hier vorbei. Da sieht er uns ja eh nicht. Sehr schön, der geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und dann holen wir uns noch diese Hütte. Nach der Hütte da oben. Und da ist Bartflechte. Wunderbar. Das Highlight. In diesem Rundgang. Oh, ist das schön hier. Ist das schön. Einmal so eine Woche oder zwei Wochen. Komplett abgeschottet. Irgendwo. In einer Hütte. Ohne Strom. Nur mit Essen und Trinken ausgestattet. Und vielleicht ein Buch noch oder so. Das wäre schon mal... zum Testen ganz schön. Würde ich gerne mal machen. Wahrscheinlich hätte ich nach drei Tagen schon die Schnauze voll. Mit dem Kochen. Ich wüsste da gar nicht, was ich großartig kochen könnte. Aber probieren würde ich das schon mal ganz gern. Das wäre schon echt mal so einfach zum Runterkommen. Hm? Kein Handy, es klingelt nichts. Keine Nachbarn. Einfach nur pure Entspannung. Und dann setze ich abends so rauf aus die, auf die Bank, raus auf die Bank und schaust in den Sonnenuntergang. Das wäre schon was, Mensch. Da vorne ist ganz viel Bartflechte. Also dieses Häuschen plündern wir noch. Dann gehen wir zurück übers Eis. Dann müssen wir mal schauen, wo da die Wölfe sind. Das ist okay, Andy. Oh, wie er sich freut über die Angelschnur. Besonderes. Erdnussbutter 46%. Ist alles schon kaputt. Das ist jetzt wieder 93%. Ich muss mal eine Petition einreichen, dass wir hier auch einen Ofen bekommen. Zukünftig in irgendeinem Update, dass sie hier einen Ofen reinstellen. I can always use more food. Ich würde hier so gern wohnen. Das ist so viel heimeliger wie die Tankstelle. Gut, dann bräuchten wir aber auch noch irgendwo eine Werkbank. Aber das könnte man ja dann so lösen wie in Pleasantville, wo die Werkbank dann einfach im Keller ist. Think about food. Irgendwie so. Da denkt ihr immer ans Essen. Und wir schaufeln hier ein Item nach dem anderen aus den Regalen. Und alles kommt in den Container, wollte ich schon sagen. In den Rucksack. Und nichts wird gegessen. Ich bin immer noch so geizig, obwohl wir zu Hause so viel zu essen haben. Also wenn hier irgendwie Pfeilspitzen rumliegen sollten, dann sehe ich die auf keinen Fall. This stuff will come in handy. Sweatshirt. Sieht's denn aus mit Übergewicht? 4 Kilo, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wasser noch. Haben wir jetzt irgendwas alt? Wir trinken mal die Limo. Die alte. Theoretisch können wir auch die Erdnussbutter gleich noch vertilgen. Mit 46%.